Ja, meine liebe Sportfreunde, ich darf euch zur heutigen Pressekonferenz noch recht herzlich begrüßen. An diesem sonnigen Nachmittag, wahrscheinlich einer der letzten Sonntage oder Samstage in diesem Jahr, was nun mal so schön ist. Optimales Biergartenwetter. Ja, dann kommen wir gleich zum Spiel. Ich darf die beiden Trainer begrüßen. Und Alex Geiger von FC Sturm Hauzenberg. Und vom SVE Michael Risch. Ja, dann zum Spiel. 2:3 aus Sicht unserer Heimmannschaft. Natürlich bitter. Alex, wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ich glaube, die Anreise war schon nicht perfekt, aber jetzt trotzdem das Beste daraus machen. Ja, erstmal Servus beieinander. Ja, das Spiel war heiß. Wir sind ziemlich lang im Stau gestanden oder nur Stop and Go. Ein bisschen später kämen wir halt, aber gut. Erste Halbzeit, ich glaube, ja, beide Defensive nicht im Bilde. War ziemlich schlecht in der Defensive, offensiv gute Aktionen gehabt, Tore gemacht, aber dann im Gegenzug immer gleich wieder das Gegentor gefahren durch eigene Fehler. Das 1-0 klären wir links nicht. Wir haben gesagt, wir klären die Dinge in der gefährlichen Zone. Machen wir, glaube ich, einen Pressball, kriegen wir dann 2-0. 2-2 auch wieder Pressball, braucht dann übrigens leere Tore einschulden. Ich glaube, der Michi sagt dann das Gleiche. Wir haben dann auch durch viel hohe Bälle hinter die Abwehr, haben wir wahnsinnig viele Chancen gekriegt, weil jetzt ein Richter nicht so gut gestanden ist. Ich glaube, der Michi wird das dann auch ansprechen. Gehen dann, ja, hinter der Führung in die Halbzeit, was jetzt nicht unverdient war. Die zweite Halbzeit war ja dann einfach von unserer Seite eigentlich nur mehr ein Kampfspiel. Wir sind jetzt mittlerweile in der dritten englischen Woche. Wir haben am Dienstag gegen Schalding im Pokal gespielt, am Samstag gegen Fortuna ein schweres Spiel gehabt und die Woche davor auch immer wieder Pokalspiel unter der Woche. Und dann bei den Temperaturen heute war es natürlich für uns in den letzten 20 Minuten sehr, sehr schwierig, dass wir dann irgendwie einen Vorwärtsgang einbringen oder vielleicht noch ein, zwei Konter ein bisschen konzentrierter ausspielen. Wir haben gehofft, dass wir heuer das schaffen, dass wir es 3-2 halten, dass wir es irgendwie noch übermauern. Letztes Jahr haben wir es ja nicht geschafft, da haben es dann noch einen Ausgleich gemacht in der 90. Minute, heuer haben wir es geschafft. War, denke ich, von meiner Mannschaft ein Sieg der Moral. Sie haben alles reingehauen, jeder hat alles gegeben. Ist nicht selbstverständlich, wie gesagt, bei den Temperaturen und jetzt mittlerweile das 8. Spiel in 4 Wochen. Ja, zeige ich meinen Hut. Es war sicherlich heute eins unserer schlechtesten Spiele in der Saison. Mal abgesehen vom ersten Saisonspiel gegen Wallkirchen haben wir die letzten Wochen deutlich besser im Fußball gespielt, aber nicht immer gewonnen. Und heute haben wir einen Dreier. Und das ist natürlich schön, wenn man so eine weite Heimreise hat und ist man den ganzen Tag unterwegs. Seit 11 Uhr Vormittag kommen wir irgendwann um 9 Uhr. Und der Erfolg ist ein bisschen einfacher mit 3 Punkten. Ja, vielen Dank für das Statement. Jetzt kommen wir zu unserem Heimtrainer, der Michel. Schaust, was du dir das? Ja, servus und Glückwunsch erstmal an Alex und seine Mannschaft. Ja, frustriert, weil es extrem ärgerlich ist, extrem bitter. Ich denke, wir haben Gegner, ja, 3 Geschenke gegeben, das du einfach in der Liga so nicht machen darfst. Das zieht sich jetzt schon die letzten Wochen immer ein Stück weit durch, dass wir immer, ja, durch individuelle Dinge verteidigen, zweimal einen langen Ball, wo wir, ja, zu spät dann umschalten, gibt es ein Kommunikationsproblem, viel zu schlecht. Und das ist das, wo mich so ärgert, wo man auch, ja, auch Leitung für die Jungs, wir haben in Reigering richtig schlechtes Spiel gemacht. Denke ich, haben uns heute von der anderen Seite präsentiert, waren laufstark, haben die Zweikämpfe gesucht. Und bitter ist, wenn du so viel Aufwand betreibst gegen eine gute Herzenberger Mannschaft, 2 Tore in der ersten Halbzeit schießt und trotzdem in Rückstand gerätst. Und das haben wir uns die Niederlage komplett selbst zuzuschreiben. Haben dann in der zweiten Halbzeit, ja, viel versucht sein, aber dann, ja, auch nicht mehr der letzte Pass hat dann. Oder hat dann auch immer keinen Abnehmer mehr gefunden im 16er. Ich denke, die Moral kann man nicht abstreiten, aber ganz klar zuzuschreiben haben wir uns das Ding selber. Und das ist das, wo wir wahrscheinlich vor den, keine Ahnung, 15 Gegentore, wo wir kassiert haben, 8 oder 9,
einen Gegner geschenkt haben oder halbe Eigentore vor uns waren. Wir bekommen leider nie so ein Geschenk und wenn, dann nutzen wir es auch nicht. Also von dem her ist es extrem bitter und haben uns aber zu 100% solch zuzuschreiben, dass wir heute verloren haben. Ja, danke, Michael.